Herzlich willkommen. Wir werden eine Karriere mit dem Linzer LASK starten. Das werden wir nicht machen. Aber wir werden jetzt erstmal reinstarten. Ja, wir werden jetzt ein bisschen. Welchen nehmen wir? Den nehmen wir mit. Das werden wir alles nur, das werden wir, Turnier werden wir nur, wie heißt das denn jetzt? Simulieren. So. Wir sind beim Linzer LASK. Jojo Eggestein ist da ja von Werder ein Spieler. Deswegen haben wir jetzt mal Linzer LASK genommen. Aber ich muss noch kurz was ein bisschen einstellen. Weil ich habe jetzt keine Lust, die ganze Zeit Training und so zu machen. Darauf habe ich keine Lust. Wochenkalender. Gut. Nur Ruhe werden wir machen. Heißt, wir haben jetzt erstmal die Zeit, die Testspiele zu machen. Eine Testspiele sind die eh stark, das weiß ich. Hey Boss. Vor uns liegt viel Arbeit, das weiß ich. Schnellsimulation. Ja, da finden wir Scheiße. Scheiße! Das ist doch Scheiße. Linzer LASK gewinnt 3-0. Jawohl. Ich weiß nicht. Das spiele ich mal lieber, bevor wir ganz da ausscheiden. Weil
Das kann ich. Das muss ich gewinnen. Ei. Oh, das könnte eine Kontermöglichkeit sein. Das könnte eine. Ah, da wollte ich eigentlich gar nicht hinpassen, aber scheiß drauf. Jetzt ist erstmal die Konterchance. Und ich glaube, den macht er nicht. Ach, das war klar, dass er den macht. Wir gehen wahrscheinlich nachher nochmal zu Ultimate Team rüber. Denke ich mal.
Digga. Ja, genau, Alter, das meinte ich an FIFA. Jojo. Jojo, Eggestein. Dies ist eine historische Aufgabe. We must stay alert. Hi, ich bin Jean-Marie vom Nachrichtenpodcast auf den Punkt der Süddeutschen Zeitung. Bei uns hört ihr spannende Interviews zum Thema des Tages mit unseren Expertinnen und Experten. Ja, das klingt überhaupt nicht optimal. Die fahren blind im Nebel eigentlich. Das ist eher noch immer der Kampf gegen die Lage, nicht mit der Lage. Jeden Tag top informiert. Auf den Punkt, jetzt auf das Banner klicken und auf Spotify anhören. Oh, süß. Oh. Da. Da. Ach, schade. So langsam komme ich mit Lask. Ja, ich spiel sonst halt nur Werder und meinem Team, ne? Ich kann nicht direkt mit der klarkommen. Ah, Jojo. Jetzt hat's halt. Jojo. Mit zwar 0-3 zu hinten, aber ja.
Ey, das ist doch nicht ernst. Alter. Ey, das wäre so ein schönes Tor gewesen. Und wir kriegen immer mehr Platz. Wir kriegen immer mehr Platz. Nein, es gibt Elfmeter. Für die Saison werde ich noch ein paar Spiele allein. Oh. Für die Saison werde ich definitiv noch Spiele allein. Weil ich habe hier nicht so viel Geld. Ich habe nur 6 Millionen. Ich kann keine verpflichten. Wir sind in der Europa League. Und man sich auch erstmal durchkämpfen, ne?
Er wäre durch gewesen. Ich werde ein paar Jugendspieler aussehen, die schnell und beweglich sind. So Reyna, Gio Reyna, wen denn noch? Da ist er doch, da ist er doch, Matthew Hoppe. Matthew Hoppe. Da sehe ich mich. Matthew Hoppe. Style and Folks Mercy, Hard Style and Folks Mercy. Muss die alle leihen wir nur aus. Jamal Musiala. Leihe. Ah. Wenn ich mit dem fertig bin, ist er auf. Oh.
Musiala verpflichtet. Leute, wir haben Musiala. Wir haben Musiala. Jamal Musiala. Und das reicht uns dann auch schon. Mehr brauchen wir nicht. Ich verstehe nicht, warum er nicht auf dem Feld ist. Wir werden im 4-4-3-3 falsche 9 spielen. Und Musiala kommt. Hä? Was haben die für Spieler? IV, Stürmer. ZM. Ey, das ist nicht den ihr Ernst, ne? Alles klar. Ich weiß nicht, warum die um 3 noch was gespielt haben. Läufer, den also muss ich mich so zufrieden erstmal geben. Teamzentrale muss ja da umändern. Position. ZM. Legende Anzeichen. Da wird jetzt. Alter, die haben kein Inf. Die Rechtsverteidiger oder. Alter. Das wird eine harte Saison, aber müssen wir mit durch. Sogar. Wir müssen uns heute beweisen. Er wird zeigen, dass er das der Richtige ist. Er ist ja jetzt im Spiel, ne? Von daher. I don't give a fuck. Ach, ich hab den gar nicht im Team. Er kommt zur zweiten Halbzeit safe. Wo habe ich ihn denn? Hoppe, da. Er kommt zur zweiten Halbzeit.
Und wenn wir da sagen, er ist der Richtige, wer zwei Tore schießen. Musiala. Ah! Ja, ich spiele jetzt meine, so wie ich immer spiele halt. Ja, moin, Alter! Und da ist der Ausgleich. Schöne Vorlage von Jojo.
Alter, huf. War knapp, Live-Chat. Das war knapp. Ja, moin, Alter. Leider wieder. Über uns als Freunde, über unseren Job und überhaupt über Gott und die Welt. Hab viel Spaß beim Hören, klickt jetzt auf den Banner. Wenn es um meine Lieblingsserien geht, habe ich eine Menge zu sagen. So viel, dass ich einen Podcast produzieren wollte, um meine Gedanken mit der Welt zu teilen. Mit Anchor, Spotify's kostenlose App zur Erstellung von Podcasts, kann ich das jetzt auf Anchor's Nutzer. Und wie geht's euch so, Chat? Ah, ich weiß, ihr habt keine Zuschauer, aber ja. Verwandle deine Ideen in einen Podcast, damit sie jeder hören kann. Geh auf anchor.fm/loslegen, um die Anchor-App herunterzuladen und deinen eigenen kostenlosen Podcast zu starten. Jojo Eggestein mit der Riesenchance für den Linzer Lask. Jawoll. Da muss doch das 3-2 von Mitchell kommen. Oh Mann. Musiala, mach die Meta. Auf Eggestein wieder auf Musiala. Läuft keiner mit, aber Eggestein kommt zu Hilfe. Eggestein! Johannes Eggestein. Ein Assist und ein Tor. Und Jojo kämpft sich hier durch. Jetzt sind die schon, da Linzer schon wieder im Angriff. Aber verlieren den Ball. Matthew Hoppe macht sich gerade warm. Bin sofort wieder da.
Ey, aber den Song skippen wir, der ist ja mal ganz lost, Alter. Da. Elva! Elva! Das waren. Der Ball wird nochmal scharf gemacht. So, jetzt kommt ein Dubitant. Matthew. Oh. Jetzt gibt's eine Handelver. Scheiße. Und gehalten. Da ist der Dubitant, der Dubitant.
Hallo. Guck noch einmal, ne, weil ich sie anfasse. Ne, das finde ich so normal. Ey. Was? Du meinst das gar nicht böse, ne? Wenn du das mitkriegst, dann mach ich gleich Tür auf. Ne? Ich hab das nicht mitgekriegt. Ja, ist doch okay. Das regst du dich denn so auf, Alter, du Affe? Ist das doof oder was? Da ist das Ding, Chat. Ein Ding noch. Oh, Leute! Alter! Der nächste ist drin. Matthew Hoppe. Alter, da geht auch kein Ball rein, oder? Vier, Matthew Hoppe. Thank you.
Ey, das gibt's nicht. Jetzt gibt's noch einen Elfmeter oder was? Digga. So, das war's dann mit dem Stream. Ich hoffe, euch hat das gefallen und tschüss.